erste Einheit mit einem Warm-up. Viele von euch können sich wahrscheinlich jetzt schon vorstellen, was kommt zum Trainingsbeginn. Meist ein bisschen was Koordinatives. Und dafür habe ich mir ausgedacht heute den Hannes. Wer ihn noch nicht kennt, ihr könnt gerne die Strophe, die sich immer wiederholt, dann auch mitsprechen. Aber vergesst dabei nicht, die Übungen mit Händen und Beinen im Körper auch mitzumachen. Lasst uns beginnen mit dem Hannes. Moin, ich bin der Hannes, hab eine Frau und 4 Kinder und ich arbeite in einer Knopffabrik. Eines Tages kam ein Chef zu mir und fragte: Hannes, hast du Zeit? Ich sagte: Ja. Dann dreh diesen Knopf mit deiner rechten Hand. Und schön die Hand dabei drehen. Moin, ich bin der Hannes, hab eine Frau und 4 Kinder und ich arbeite in einer Knopffabrik. Eines Tages kam ein Chef zu mir und fragte: Hannes, hast du Zeit? Ich sagte: Ja. Dann dreh diesen Knopf mit deiner linken Hand. Die rechte dreht natürlich auch weiter. Moin, ich bin der Hannes, hab eine Frau und 4 Kinder und ich arbeite in einer Knopffabrik. Eines Tages kam ein Chef zu mir und fragte: Hannes, hast du Zeit? Ich sagte: Ja. Dann dreh diesen Knopf mit deinem rechten Fuß. Moin, ich bin der Hannes, hab eine Frau und 4 Kinder und ich arbeite in einer Knopffabrik. Eines Tages kam ein Chef zu mir und fragte: Hannes, hast du Zeit? Ich sagte: Ja. Dann dreh diesen Knopf mit deinem linken Fuß. Moin, ich bin der Hannes, hab eine Frau und 4 Kinder und ich arbeite in einer Knopffabrik. Eines Tages kam ein Chef zu mir und fragte: Hannes, hast du Zeit? Ich sagte: Ja. Dann dreh diesen Knopf mit deinem Po. Moin, ich bin der Hannes, hab eine Frau und 4 Kinder und ich arbeite in einer Knopffabrik. Eines Tages kam ein Chef zu mir und fragte: Hannes, hast du Zeit? Ich sagte: Ja. Dann dreh diesen Knopf mit deinem Kopf. Moin, ich bin der Hannes, hab eine Frau und 4 Kinder und ich arbeite in einer Knopffabrik. Eines Tages kam ein Chef zu mir und fragte: Hannes, hast du Zeit? Ich sagte: Nein! Das war der Start in unser digitales Hallentraining, Wintertraining. Viel Spaß beim Nachmachen. Nehmt eure Eltern dazu und bis bald. Bleibt gesund. Ciao, euer Paule.